Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Und draußen ist es jetzt wirklich kalt geworden. Da mache ich mir ein paar warme Gedanken mit dem niegelnagelneuen Selection Katalog. Ich weiß nicht, ob Sie den schon kennen. Gibt es in jedem Reisebüro oder an Bord. Wunderbare Reisen. Tolle Ziele. Und ganz ehrlich, auch richtig hübsch gemacht. Tolle Bilder. Viel Spaß bei Ihrem AIDA Primetime Magazin. Jedes Jahr bieten wir in der niegelnagelneue Shows an Bord, aber es gibt auch immer Shows, die sind so beliebt beim Publikum, dass das Publikum tatsächlich möchte, dass wir sie auf mehr Schiffe bringen. I Want It All ist... Oh, vielen Dank. Ah, herrlich. I Want It All ist so ein Beispiel. Und was alles passieren muss, bis so eine Show fertig an Bord ist, das sehen Sie hier. Bitteschön. Die Choreografie, die wird natürlich schon vorher gemacht und die wird auch in Hamburg geprobt. Und das Spannende ist letztendlich an Bord, dass alles zusammenkommt. Also die Darsteller, die Kostüme, das Make-up, das Licht, die Bühne. Und das alles wird erst an Schiff geformt sozusagen und dann ist das Produkt fertig. The I Want It All is a rock show. Ja, es ist Rockmusik. Das heißt, es ist sehr anspruchsvoll vom Licht her. Für diese Show habe ich etwa 650 Lichtstimmungen. Das heißt, 650 Einzelbilder innerhalb der Show, die eine Dreiviertelstunde dauert. Normalerweise Abend vor der Premiere, dann so eine Durchlauf abends, wo wir dann wirklich die, zum ersten Mal das komplette Show sehen. Wir haben nur einmal, nehme ich ein Video davon auf und dann, das ist meine Arbeits. Premium, um Korrekturen und so weiter zu machen. Wir retten diesen Geist von Freddie Mercury in die Show rüber und zwar so, dass man wirklich Lust hat zuzuschauen. Ich hatte Ihnen versprochen, dass wir wieder viele Prominente an Bord hatten. Und was? Achso, der Stefan will Ihnen noch was sagen. Bitte schön. Einen wunderschönen guten Abend an Bord von AIDA Prima in die ganze Welt hinaus. Wir senden heute live die erste Primetime der Geschichte von AIDA. Und das Ganze natürlich mit unserem Star und Fernsehkoch Tim Mälzer. Viel Spaß! Wir freuen uns auf Tim Mälzer! Das erste Kochstudio an Bord eines Kreuzfahrtschiffes der AIDA-Flotte. Mhm. Und da steht vorne dein Name dran. Eigentlich wollte ich immer eine Schiffstaufe machen. Als ich mal gehört habe, dass Helene Fischer ein Schiff taufen darf, seitdem wollte ich das auch immer machen. Und dann hatte ich bei der AIDA angefragt und die haben gesagt, nee, das dürfen nur Mädels. Ist das richtig? Ja, ne? Dann habe ich gefragt, ob wir nicht was mit Kochen zusammentun haben können. Und dann hatten wir eine sehr schöne Idee dieses Kochstudios und einzelner Gerichte auf dem Schiff. Und seitdem machen wir das und, glaube ich, auch ganz nett. Heute gibt es das berühmt-berüchtigte, eigens von Tim Mälzer zubereitete Tata! Tata, sehr schön.
Was haben wir denn hier gerade für ein Fleisch? Also Tipp. Es gibt hier, wir haben hier ein wunderschönes Stück Rinderfilet. Finde ich ganz wichtig, den Leuten nochmal zu erklären, warum Rinderfilet so teuer ist und was das überhaupt für ein Stück Fleisch ist. Unter anderem haben wir an Schulen Umfragen gemacht, was das Lieblingsstück Fleisch bei denen zu Hause auf dem Teller ist. Burger. Das Lieblingstier. Die haben gesagt, Hack. Das heißt, ein Großteil der Kinder dachte, es gibt ein Hacktier. Pass mal auf, du bist ja, siehst ja schon aus wie ein Drolli. Du siehst aus wie ein Drolli. Komm, komm her. Was muss ich denn jetzt machen? Nein, ich erkläre den Kindern, wir haben ja reichlich Kinder hier, wo das Rinderfilet herkommt. Mama, das habe ich mir nicht ausgesucht. So, alles klar, ich mache jetzt hier die Kuh. Können wir das von vorne filmen, weil das ist ein bisschen eher Hängebauchschwein gerade von der Seite. So, mach weiter. Entschuldigung. Komm. Hier im Rücken, und das ist wirklich jetzt kein Blödsinn, hier aus dem oberen Teil, da gibt es nennen wir das Rostbeef, läuft hier flach runter, im hohen Teil hat das ein Fettauge und das nennen wir das Entrecot. Hier unten ist das flache Rostbeef, das essen wir gerne mit Remoulade und mit Bratkartoffeln. Und da drunter, unter diesem Rostbeef, da liegt sozusagen das Rinderfilet. Das, was da unten baumelt, nennen wir in der Fachsprache Ochsenschwänzchen. Ja? So. Sehr schön. Ich würde Ihnen das mal ganz kurz geben, wenn Sie die Wiese... Haben Sie jemals Kinder gesehen, die sich so sehr um Gemüse raufen wie gerade eben? Wollen Sie es noch mal sehen? Ich zeige es Ihnen. 1, 2, 3. Unfassbar. Haben Sie gar nicht begriffen. Ja, ja, und ich mache die Kuh im Internet für dich, du. So, zurück an den Teller. Ich dachte, wir machen das so unter Nein, uns. Wir machen das nicht nur hier. So, zurück an den Tisch. Weißt du, wie peinlich das werden kann? Das Internet ist groß. Ja, und es vergisst nichts. Ja. Meine Mutter hat gerade gepostet, sie hat soeben vergessen, dass sie einen Sohn hat. Hat sie gesagt? Ja. Tim, kannst du auch Klöße noch wie ganz früher mit Kartoffel, Schleuder und Schwefel? Ich nehme Knödel aus der Packung. Geht schneller. Marie, nee, ich fand Spaß. Boah, ich muss immer aufpassen, ist ja Internet. Es ist im Internet. Wir nehmen alles ernst. Ich nehme natürlich, ja, weiß ich, wie das geht. Natürlich, mache ich jeden Tag selber Klöße. Oh. Halb frisch, halb roh, halb gekocht. Hier wird's im Saal und hier ist er für Sie, meine Damen und Herren. Die gesamte Küchencrew mit ein paar leckeren Köstlichkeiten für Sie. Guys, into the passengers. Ihr Lieben, das war Tim Mälzer live auf AIDA Prima in der ersten Primetime, die auf Facebook gestreamt wurde. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte meinen. Und Sie wissen ja, all unsere wunderbaren Reisen können Sie buchen unter www.aida.de. Oder Sie gehen ins Reisebüro und lassen sich da beraten. Unsere Sprecherin Mika Mülow hat für Sie ein ganz besonderes Angebot vorbereitet. Gucken Sie mal hier. Hallo, ich bin's, Mika Mülow noch einmal. Wie letzte Woche versprochen, habe ich heute ein ganz besonderes Angebot für Sie. Haben Sie schon mal überlegt, eine Transreise zu machen? Dann sehen Sie mal, was für eine wunderbare Reise ich hier für Sie habe. Wir starten unsere Reise in der Dominikanischen Republik in Santo Domingo und fahren als erstes zu den karibischen Inseln St. Kitts und St. Martin. Nun geht es über den Atlantik und Sie haben auf dem Weg nach Ponta Delgada und den Azoren 5 erholsame Tage auf See. Endlich Zeit für sich selbst haben, das Schiff entdecken oder sich in unserem Wellnessbereich verwöhnen lassen. Als nächsten Hafen erreichen wir Ferrol auf dem europäischen Festland. Auf nach Frankreich, wir besuchen Le Havre und Paris. Noch ein Halt in Amsterdam und Kopenhagen und wir erreichen das Ziel unserer Reise, Warnemünde. Na dann tschüss, wir hören uns ja nächste Woche wieder. Und dann freuen wir uns sehr und ich mich ganz besonders über Buchautor und Moderator Hubertus Meyer-Burkhardt. Er wird an Bord sein. Gucken Sie mal hier. Guten Tag, ich bin Hubertus Meyer-Burkhardt und ich freue mich sehr, denn ab 19. November bin ich auf der AIDA Prima und lese aus meinem Roman Meine Tage mit Fabienne. Und ich hoffe, ich sehe Sie bei einer Lesung. Bei Radio Hamburg gab es einen Wettbewerb, einen Talentwettbewerb. Und ich freue mich unheimlich, dass zwei unserer Ensemblemitglieder da mitgemacht haben. Und sie haben gewonnen. Das und die schönsten Bilder der Woche sehen Sie jetzt. Bitte schön. Deny, but I've gotta let it go. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place.
We found love in a hopeless place. Shine a light through an open door. Love and life I will divide. Turn away cause I need you more. Feel the heartbeat in my mind. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I've gotta let it go. We found love in a hopeless place. 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 We found love in a I just can't deny. But I've gotta let it go.